Du möchtest an einem Workshop oder Training auf Microsoft Whiteboard teilnehmen? Prima! In diesem Video helfe ich dir bei deinen ersten Schritten. Mein Name ist Michael Neubert und ich möchte, dass für dich das Whiteboard von Microsoft einfach wird. Deswegen beginne ich heute mit den wichtigsten Tipps, die du für deinen Einstieg in Whiteboard brauchst. Wenn du selbst Workshops moderierst oder das Whiteboard für deine Trainings nutzt, dann habe ich noch am Ende des Videos einige Tipps für dich. Im Prinzip ist das Whiteboard nichts anderes als eine Arbeitsfläche, auf der du und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenarbeiten könnt. Nur, dass es dieses Mal virtuell stattfindet. Am besten funktioniert das Microsoft Whiteboard auf dem Browser und das ist auch das, was ich dir heute zeigen werde. Daneben gibt es aber auch noch die Microsoft Whiteboard App. Die ist in einigen Funktionen noch nicht so gut und hat auch noch das alte Layout. Doch bei Microsoft gibt es ständig neue Entwicklungen und auch neue Releases, deswegen am besten diesen Kanal abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Du öffnest also den Link zu Microsoft Whiteboard, den du per E-Mail bekommen hast und klickst dann auf View on the Web. Eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung ist, dass du ein Microsoft-Konto hast. Dafür ist die Anwendung kostenlos. Falls du also noch kein Konto hast, musst du das zunächst eröffnen und auch das ist kostenlos. Bevor wir jetzt einsteigen, zeige ich dir erstmal die wichtigste Taste im Microsoft Whiteboard und die findest du hier oben links neben dem Namen des Whiteboards und das ist die Rückgängig-Taste. Falls du also einmal etwas falsch gemacht hast im Microsoft Whiteboard, kein Problem, du kannst es jederzeit rückgängig machen. Ich möchte dir heute drei Sachen zeigen. Zunächst, wie du auf dem Whiteboard navigierst, wie du dich zurechtfindest, wie du Sachen einfügen kannst und zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps für dich, die dir als Trainerin oder als Moderator helfen. Kommen wir also zum Navigieren oder wie du dich auf dem Whiteboard zurechtfindest und auch weiter bewegen kannst. Je nach Gerät benutzt du dazu die Computermaus, das Mauspad auf dem Notebook oder ein Touchscreen. In jedem Fall solltest du darauf achten, dass der Pfeil hier oben links auswählen aktiviert ist. Ansonsten kann es dir passieren, dass du aus Versehen Striche auf deinem Whiteboard malst. Falls dir das mal passiert, kein Problem, du weißt ja jetzt, wo die Rückgängig-Taste ist. Wenn du die Computermaus benutzt, kannst du einfach irgendwo ins Leere klicken und festhalten, um das Whiteboard nach links und rechts und nach oben oder nach unten zu schieben. Zum Rein- und Rauszoomen benutzt du das kleine Rädchen auf der Computermaus. Auf dem Mauspad kannst du mit zwei parallelen Fingern nach oben rauszoomen und nach unten vergrößern. Alternativ kannst du auch die Finger auseinander und zusammenschieben, um raus und wieder rein zu zoomen. Zum Bewegen auf dem Whiteboard klickst und hältst du den einen Finger und schiebst mit dem anderen Finger das Whiteboard in die Richtung, in die du das gerne haben möchtest. Wenn du einen Touchscreen benutzt, wischst du mit einem einzelnen Finger das Whiteboard in die gewünschte Richtung und das Zoomen funktioniert wie bei dem Mauspad, indem du zwei Finger auseinander oder zusammenziehst für das Rein- oder Rauszoomen. Wenn du also zu Beginn nichts anderes siehst als die Hintergrundfarbe vom Whiteboard, dann versuch erstmal herauszuzoomen. Nun kannst du dich also auf dem Whiteboard orientieren und bewegen. Jetzt möchtest du natürlich auch noch mitmachen, zum Beispiel indem du etwas einfügst. Dafür sind zum einen die Stifte, so wie bei einem Whiteboard im Büro, vor allen Dingen aber das Objektmenü hier auf der linken Seite, das öffnest und schließt du mit dem kleinen Plus-Symbol, erstellen. Ein ganz zentrales Element, das du im Workshop verwenden wirst, ist die Sticky Note oder Post-it oder auch Notiz. So wie auf einem ganz normalen Whiteboard oder besser auf einer Pinnwand kannst du die einzeln und separat beschriften und später auch noch hin und her bewegen, um mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu interagieren. Wenn du auf das entsprechende Symbol klickst, kannst du dir eine Farbe aussuchen und dann den Notizzettel mit einem Klick dort platzieren, wo du ihn gerne haben möchtest. Wenn die Notiz so klein ist, dass du sie nicht lesen kannst, dann liegt das an deinem Zoom-Faktor. Dann solltest du nicht die Notiz vergrößern, sondern heranzoomen, sonst haben später alle Notizzettel ganz verschiedene Größen. Danach kannst du direkt loslegen zu schreiben. Du brauchst nichts mehr klicken, um den Cursor zu platzieren. Wenn du fertig bist, klickst du irgendwo ins Leere neben der Haftnotiz. Wenn du eine Notiz nachträglich verändern möchtest, klickst du einmal auf die Notiz, um Größe oder Farbe zu verändern und danach auf Enter oder den kleinen Stift im Kontextmenü, um mit dem Schreiben zu beginnen. Wenn es schnell gehen soll, einfach Doppelklick auf die Notiz und losschreiben. Du kannst eine Notiz auch neu erstellen, indem du mit der rechten Maustaste irgendwo ins Leere klickst und dann Notiz auswählst. Es entsteht immer die Farbe, die du zuletzt verwendet hast. Neben der Notiz kannst du auch ganz normal Fließtext auf das Microsoft Whiteboard einfügen. Dazu klickst du hier auf das T im Objektmenü, dann wird der Mauszeiger zu einem Textcursor. Den kannst du jetzt irgendwo auf dem Microsoft Whiteboard platzieren, indem du klickst und dann direkt losschreiben. Auch hier kannst du die Größe nachträglich ändern. Neben Notizen oder einem Text kannst du auch noch Formen auf das Whiteboard einfügen, die findest du unter der gleichnamigen Schaltfläche. Weitere Arten von Elementen, die du einfügen kannst, sind Emojis, sogenannte Reaktionen und Bilder, die du hochladen kannst.
Jetzt noch ein paar Hinweise zu den Stiften. Sie waren ja früher die einzige Möglichkeit, etwas auf einem Whiteboard zu hinterlassen. Du findest sie hier oben und aktivierst sie mit einem einzelnen Klick. So kannst du direkt losschreiben oder zeichnen. Mit einem zweiten Klick auf den gleichen Stift kannst du seine Eigenschaften ändern. Dabei haben die ersten drei Stifte grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten. Du kannst also zum Beispiel auch den Stift mit der Galaxiefarbe ganz links einrichten oder drei gleichfarbige Stifte mit verschiedenen Linienstärken. Daneben gibt es einen Textmarker und ein Radiergummi. Mit dem Lasso kannst du mehrere Objekte gleichzeitig einfangen, um sie gemeinsam zu verschieben, zu kopieren oder zu löschen. Und wie gesagt, vergiss nicht, den Cursor wieder auf Auswählen einzustellen, wenn du mit dem Schreiben oder Zeichnen mit dem Stift fertig bist. Nun kannst du dich auf dem Whiteboard orientieren und bewegen, du kannst Dinge einfügen und das Whiteboard beschriften. Jetzt habe ich dir noch etwas versprochen, Microsoft Whiteboard App für den Desktop. Wie die funktioniert und welche anderen Vorteile die für dich als Moderatorin oder als Trainer bietet und welche weiteren Möglichkeiten es gibt, ein Whiteboard zu öffnen, zeige ich in diesem Video. Du bist jetzt erstmal fit für deine ersten Schritte auf dem Microsoft Whiteboard. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Workshop.